Hallo zusammen, heute habe ich hier einen Kühlschrank, so einen kleinen, 48 breit, 53 hoch, Kompressorkühlschrank, die kommen jetzt ab nächstem Jahr, 2023, 700 Schweizer Franken, ist sehr viel verbaut in Boden. Und dieser Kühlschrank hat einen 12 Volt Kompressor, ein Setup, und läuft auf 12 und 24 Volt ab Batterie. Jetzt wenn ich ein Boot habe, dann kommt das Thema, ja ich liege am Hafen, ich liege im Steg und da habe ich 230 Volt und ich möchte das Ding 230 Volt betreiben. Wir haben bei allen anderen Kühlschränken die Option 230 Volt und hier im Katalog, den verlinke ich euch unten, dann ist das noch nicht drin. Aber klar, könnt ihr das haben, schreibt eine Mail oder sonst was. Aber wie kommt jetzt das mit dieser 230 Volt? Also hier habe ich das 12 Volt Kabel, nur 12 Volt, und hier habe ich ein 230 Volt Kabel. Und original ist hier eine Steuerung drauf, 101N 650. Wir kriegen momentan keine anderen mehr. Die Standardsteuerung, die 101N 0 212, ist nicht lieferbar. Es ist noch ein Ersatz lieferbar, ein 24er, aber das spielt gar keine Riesenrolle, was da für eine Steuerung drauf ist. Die Anschlüsse sind gleich und die Technik ist gleich. Diese hat eine UL-Zulassung, die anderen zwei haben keine UL-Zulassung. Ja, aber ihr braucht keine UL-Zulassung. Wenn ich diese Steuerung hier, diese Schraube hier auf der Seite reindrehe, also im Uhrzeigersinn reindrehe, kann ich diese Steuerung so wegklappen. Hier unten ist der Stecker, den kann ich lösen. Eben diese Schraube, eine Kreuzschlitzschraube, im Uhrzeigersinn reindrehen und dann kann ich die Steuerung so wegklappen. Und hier drunten sitzt dann so ein Stecker. Da kann ich den mit dem Schraubenzieher lösen. Und dann ist die Steuerung hier abgehängt. Und diese Steuerung hier, die hat den gleichen Stecker. Und das gleiche Loch für die Schraube, den kann ich hier drauf machen. Auch drauf fahren, da kann es ein bisschen eng werden hinten, weil der Kompressor ansteht. Und jetzt habe ich diese Anschlüsse hier. Oben ist ein separater Anschluss für L und N. Da schließe ich an, L und N. An. Und hier habe ich diesen Stecker. Wir haben keine Erde, weil wenn ich Erde anschließe und das unter Umständen auf Masse, habe ich eine Elektrolyse oder ein Oxidationsproblem auf dem Antriebsstrang, muss nicht unbedingt sein, wegen dem, das Teil ist nicht geerdet, ist also komplett vollschutzisoliert. Dann habe ich diese einzelnen Anschlüsse hier, T, P, C. Die kommen auf T, P und C. Ist ganz einfach. DI kommt auf DI und dann habe ich ein Unterschied ist, ich brauche hier einen doppelten Anschluss für das kleine Plus und der Rest ist genau gleich, also all diese Umschlüsse hier drauf, Minus auf Minus, Plus auf Plus, Klein Plus auf Plus und so läuft dann der Kühlschrank mit dem 230 Volt und dem 12 Volt.
Ihr könnt das Teil als Option bei uns bestellen. Also den Kühlschrank mit Vorrang 230 Volt. Jetzt habe ich nachher die Anschlüsse. Und wenn ich den 12 Volt Anschluss, den habe ich immer am Boot auf der Batterie über einen Hauptschalter oder sogar einen separaten Schalter. Und sobald ich den einstecke am Landstrom, läuft der Kühlschrank auf 230 Volt. Wenn ich den Hauptschalter draußen habe und ich ziehe den raus, geht der Kühlschrank aus. Wenn ich aber den Hauptschalter drin habe, schaltet er um auf 12 Volt Batteriestrom. Ja, das ist diese Steuerung oder die Option zu diesen Kühlschränken hier. Ich verlinke euch unten den Katalog über diese Kühlschränke, kommt ab 2023. Hier oben mache ich euch ein Video über diesen Kühlschrank und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.